So, hallo zusammen. Ich bin wieder da. Werde hier weitermachen, da ich schon von diversen Menschen dazu gezwungen werde. So, wo waren wir denn? Ach ja. Auf nach Hyrule. Hyrule. Und so. Ach nee, vorher noch was anderes. Ich wollte noch was nachgucken, was ich in den Videos gesehen habe. Ich habe übrigens gerade die neueste Folge von My Little Pony Friendship is Magic gesehen. Staffel 2, Folge 2. Also die zweite Folge mit der Squad jedenfalls. Ich möchte einmal anmerken, die Serie ist so dermaßen geil. Die sollte man sich wirklich angucken. Also einfach, wenn man sie nicht guckt, glaubt man das nicht. Aber die Serie ist einfach nur klasse. Wo war das denn jetzt? Nein! Oh. Irgendwo hier hinten habe ich nämlich noch in der Aufnahme, ich habe mir die nochmal angeguckt, ein Teil zum Wegsprengen gesehen. Und da ich ja jetzt Bomben habe, gehe ich doch jetzt mal dahin. Wo war das denn? Irgendwo hier hinten. Wieso leckt es? Ich weiß es nicht. Da oben. Wie komme ich dahin? So. Was haben wir denn hier so? Ach, hier sind wir jetzt, okay. Ja, okay, gut, dann weiß ich zumindest, wo ich bin. Fein. Okay, gut, da hat sich das natürlich überhaupt nicht gelohnt. Aber egal. Wie genau kriege ich eigentlich Bomben? Finde ich die auch? Droppen die nur von speziellen Gegnern oder bla blub? Ich bin so intelligent. Da ich mir ziemlich sicher bin, dass Tropi, glaube ich, gesagt hat, man kommt da noch nicht dran. Ja. Ich habe eine Vermutung, wie man rankommen könnte. Irgendwann mit einem Item. Aber gut. Okay. Dann wollen wir mal. Auf zu neuen Abenteuern. War das nicht gerade noch irgendwie gelber? Oder kommt mir das nur so vor? Ach, egal. Ja. Ein Haus. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Möchtest du neuer Kunde bei Post werden? Wunderbar, wie ist dein Name? Link, diesen Namen werde ich niemals vergessen. Herzlich willkommen bei der Post. Nimm diese Posttasche als Geschenk. Du hältst die Posttasche. In ihr fasst du all deine Briefe auf. Geh ins Menü oder drück P, um sie zu öffnen. Und hier ist auch gleich dein erster Brief. Wähle die Posttasche entweder über das Menü oder drück P. Mit den Falltasten kannst du die Briefe schließlich auswählen. Drückst du Enter, öffnest du den Brief. Drückst dann nochmal Enter beim gleichen Brief, so nimmst du den anderen. Weiße Briefe sind normale Briefe, während rote Briefe per Nachname fickt für und ich denke, du kommst uns recht. Die Arbeit ruft, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! P. Das Postsystem. Sie haben Post. It's Spam. No! Ihr Postbote heißt Sie herzlich als neuer Kunde willkommen. Schauen Sie regelmäßig in einen Briefkasten oder bei Ihrem Postboten vorbei, um Ihre Post abzuholen. Als neuer Kunde haben wir eine kleine Willkommensprämie für Sie. Ihr Postbote. Ein Brief an 10 Rubine! Ein breites Grinsen ziert dein Gesicht. Wir haben ein Trollface. Oh. So, ein Haus mit Wasser. Wow. Ach so, ja. Ja gut, da könnt ihr nichts gegen machen, oder?
Weil Battle Animation, ja, ist okay. Das ist kein wirklicher Bug, das ist einfach... Battle Animations im RPG Maker 2000 und 2003, ob es beim XP und beim VX immer noch so ist, weiß ich nicht, überdecken einfach alles. Darum, ja. Wenn das jetzt nur eine Charakteranimation wäre, dann würde das überhaupt nicht so aussehen, aber ja. So wie jetzt, oh Gott, da ist schon wieder so... Du Sau! Du bist bestimmt ein scheiß Deku! Oder so. Ich mal sprengen, kann man nicht mehr sein Gesicht? Guck mal. Auge, Auge, Nase, Bart, Mund. Ich gehe wieder raus. Was war das für ein Geräusch? Ach, Octorus. Oder wie sie hießen. Für meinen Geschmack sind hier zu wenig Gegner. Ich weiß nicht, ob ihr das noch ändert, groß, aber ich finde, es sind zu wenig. Weil vor allem, wenn ich halt einfach an diese... LOL. Wenn ich einfach an die ganzen anderen alten Zelda-Teile denke, wo einfach wirklich Massen von Gegnern überall rumrennen. Und hier jetzt... Ja... Ein Herzteil, nur noch zwei. Ja... Nee, ist irgendwie komisch. Da muss man wahrscheinlich durchschwimmen. Oh, erstmal umschauen. Was haben wir denn hier? Ah, da geht's lang. Okay. Da. Also laut Tropi habe ich ja noch ungefähr 10 Stunden Spielzeit und mehr vor mir. Ich bin gespannt. Mal schauen. Ja. Wow, ich habe eine Karte mit Tingle. Juhu. Aha. Was auch immer ich da brauche. Ich habe nur zwei Bomben, die will ich jetzt noch nicht dafür wildes Rumsprengen verwenden. Wer weiß, wo ich sie dann doch nochmal wirklich brauche. Eine Hyrule Stadt, Grelia, Aufstieg zur Firnspitze, dann gehen wir nochmal dahin. Ich weiß, dass ich ja nicht hin muss, aber... Secrets, Energiecontainer, Herzteile und so weiter. Nee, ich hab keinen Wetterstab, keine Ocarina und gar nichts. Mehr Gegner! Setzt hier mehr Gegner auf die Map! Riesige Hyrule-Ebene! Und naja, sind zwei Gegner. Gut, es sind noch mehr. Ich habe schon Geräusche von anderen gehört, aber... Ich meine, nicht hier überall... Das ist irgendwie trostlos. Toropass, Aufstieg zum Gipfel. Surprise. Kann ich nicht lang. Überraschung. Kann ich hier lang? Nein. Oh, Überraschung. Dann gehen wir auch mal lieber zurück. Hat das jetzt... Warum? Ah, okay. Oh mein Gott, Mapping-Fehler. Kann man das mit Mapping-Fehler sehen? Hier, der Übergang. Na, sieht zumindest unschön aus. Slackt. Ich weiß nicht warum. Also ich habe angeblich 50 FPS und so, aber irgendwie... Hm. Ich auch nicht lang. Oh mein Gott, Bomben. Octorox. Gibt es von denen noch andere Versionen? Also welche, die zum Beispiel schneller rennen oder schneller schießen? Oder gar auf wen zielen? Ich meine, jetzt natürlich ganz am Anfang des Spiels relativ unwichtig, aber... So, was haben wir denn hier so? Was ist das überhaupt?
Ach, das sind Löcher, natürlich. Die erkennt man auch so gut. Secrets. Oh, Fledermäuse, die man nicht sieht. Oh. Oh, komm her. Na! Da! Ich werde hier noch sterben, wenn das so... Wieso habe ich denn jetzt da angefangen? Nicht mit mir. Boom. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Was haben wir denn hier für schöne Sachen? Ein Haus. Mit einer Sonne drin. Aha. Wo ich hier wahrscheinlich wieder nichts machen kann. Nein, natürlich nicht. Lass mich raten, ich muss die Dinger irgendwie alle anzünden oder so. Wäre jetzt so meine Vermutung. Wer weiß? Hyrule-Stadt, Greta Torgebirge, zentrale Hyrule-Ebene. Mohylsümpfe, Todesberg. Nicht Moli-Sümpfe. Feen, heilt mich. Ey. So. Eine Feenquelle. Okay. Wo kommst du denn her? Wieso hast du nicht geschossen? Egal. Also hier geht's nach Hyrule Stadt. Hyrule, okay. Aber da wollen wir noch gar nicht hin. Wir wollen uns erstmal umgucken hier. Hm. Ah, Junken! Störe schwer arbeitende Leute nicht bei der Arbeit! Wenn ich hier nicht aufpasse, wird die Brücke niemals fertig. Das Wetter macht mich gleich fertig und der Chef hat nichts Besseres zu tun, als dort rumzustehen. Was soll man machen? Ich muss wieder in die Arbeit, sonst gibt's Ärger. Normalerweise wäre die Brücke schon lange fertig, aber Ringo und John sind hier nicht erschienen. Ich frage mich, wo sie sind. Naja, die Brücke bei einer Dürre, wo kein Wasser ist, ist natürlich äußerst wichtig und überhaupt. Und auf diesen Schock muss ich erstmal köstliche Schokolade essen. Nom nom. Was ist das? Oh mein Gott, ich werde von diesem Haus Albträume haben. Okay. Gewollt? Nicht gewollt? Ey, wieso kann ich hier hinter nicht schlagen? Das ergibt keinen Sinn. Ich kann nichts machen dahinter. Warum? Nur wegen der Animation. Und wieso kann ich da nicht hoch? Das irritiert mich ebenfalls. Bist du eingeladen? Nein. Ja. Sagt ja. Na, dann halt nicht, Tingel. Schlammerde ist nicht betretbar, jedoch wachsen in ihnen Pflanzen, welche unter Zufuhr von genügend Wasser zu blühen beginnen. Ah, wie gut, dass ich schon so viel Wasser habe. Oh, warte, ich habe kein Wasser. Gehen wir wieder. Die kann man auch nicht wegspringen, oder? Wahrscheinlich nicht. Weil die nicht brüchig sind. Nee, geht nicht. Muss man bestimmt hochheben.